Willkommen bei Teil 3 der Analyse des Monologs des Elia T. am 1.5.2021 in Weimar. Sind Sie jetzt eigentlich Journalist oder sind Sie Aktivist? Ich bin Journalist, Aktivist, ich bin Mensch. Der Mann mit dem nie enden wollenden Redefluss drückt sich um eine qualifizierte Antwort, indem er sein Gegenüber mit einem Wortschwall erdrückt. Dass man nicht gleichzeitig ein Aktivist in egal welcher Sache und ein neutral berichtender Journalist sein kann, ergibt sich aus der Definition des Begriffs Journalismus. Es gibt keine eierlegende Wollmilchsau. So wie wir das alle sein sollten. Was kommt als nächstes? Elia, der begnadete Hirnchirurg? Und als was sind Sie heute hier? Ich bin als Journalist hier, deshalb haben Sie mich gerade ein Interview geben oder nehmen sehen. Auch Personalchefs und Lehrer geben Interviews. Von denen behauptet aber keiner, gleichzeitig Aktivist und Journalist sein zu können. Aber Sie haben schon eine vorgefestigte Meinung. Ja, das hat auch das ZDF und das ARD. Erstens heißt es die und nicht das Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland. Zweitens haben echte Journalisten keine bereits vorher festgelegte Auslegung eines noch gar nicht stattgefundenen Geschehens. Derartige Voreingenommenheit bleibt Möchtegern-Journalisten wie dem Herrn T. vorbehalten. Und wenn Sie das nicht mitbekommen haben, dann haben Sie keine Ahnung davon, was hier passiert. In anderen Worten, jedem, der deine Meinung nicht teilt, sprichst du die Intelligenz ab, aufgrund eigener Überlegungen zu anderen Schlüssen als du kommen zu können. Das ist die sprichwörtliche Argumentation ad hominem. Und Ihren Presseausweis, ist das ein bundeseinheitlich gültiger Presseausweis? Das müssen Sie herausfinden oder das müssen Sie im Prinzip dann die Stelle fragen, die mir den ausgestellt hat. Da wendet sich der Bub jetzt aber, um nicht zugeben zu müssen, dass er sich laufend mit einem BDJ-Fake-Ausweis von Cards Factory für gerade mal 20 Euro widerrechtlich die Privilegien echter Pressevertreter ergaunert. Ich habe den ganz legal beantragt und habe den ganz legal bekommen. Um einen offiziellen Presseausweis zu erhalten, muss man eine hauptberufliche journalistische Tätigkeit nachweisen. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage ist äußerst fragwürdig, da der Herr T. sehr selten etwas von sich gibt, das der Wahrheit entspricht, wie diese Analyse sattsam belegt. Und Sie haben ja auch hier gerade gesehen, die Polizisten nehmen den an, ich kann damit journalistisch tätig sein. Das ist aber keineswegs der Gültigkeit eurer Ausweise, sondern allein der Tatsache geschuldet, dass normale Polizisten über die Änderung im Pressegesetz nicht informiert sind und so die Chance verstreichen lassen, all die Urkundenfälscher, die sich mit falschen Presseausweisen Privilegien verschaffen, die ihnen nicht zustehen, auf frischer Tat dingfest zu machen. Und der Begriff Journalist, da muss ich Sie belehren, falls Sie das nicht wissen, ist auch in Deutschland nicht in irgendeiner Form vordefiniert, eben damit nicht irgendeine Stelle sagen kann, nur der und der, der uns genehm ist, ja, der darf sich Journalist nennen oder journalistisch tätig sein. Sie kennen vielleicht auch den Begriff Bürgerjournalist. Ja, da möchte ich Sie ja in dem Hinblick einfach nur mal informieren. Vielleicht mal belehren vorhin das falsche Wort, eventuell wissen Sie das ja, Sie nicken ja die ganze Zeit. Und einmal mehr das Ausweichen und Herumschawanzeln um den heißen Brei. Thema war der Presseausweis. Und der ist nun einmal ein amtliches Dokument, das nur von den dafür autorisierten Ausgabestellen ausgestellt werden darf. Wie kriegen Sie es hin, sozusagen zu unterscheiden, jetzt berichte ich und jetzt sage ich meine Meinung? Also wie nehmen Sie Trennung vor? Ja, wie macht das, wie heißt der Mensch, der Wilke zum Beispiel in seiner Satire-Show? Ups, da kommt gerade jemand ganz schön ins Schlittern. Seit wann ist die Heute-Show eine Nachrichtensendung? Wie macht das ein Klaus Kleber, wenn er sagt, alle Querdenker ja, gehören, er hat jetzt nicht gesagt ausgerottet, aber werden jetzt in eine ganz rechte Ecke gestellt? Irgendwie geht journalistische Arbeit unserem Herrn T. vollständig am Allerwertesten vorbei. Jede in einer Nachrichtensendung vorgelesene Nachricht wird von einem Team redaktionell bearbeitet und sorgfältig recherchiert. Wenn eine Redaktion Verbindungen zwischen Schwerdenkern und der rechten Szene belegen kann, ist es ihre journalistische Pflicht, das so zu veröffentlichen, wie es von den Redakteuren recherchiert wurde. Täten sie das nämlich nicht, würden sie genau die einseitige Berichterstattung praktizieren, die der Herr T. ihnen hier völlig grundlos vorwirft. Und versuchen Sie das zu trennen für Ihr Publikum?
Mein Publikum mag, dass ich authentische Fragen stelle. Eliotti, der Mann mit dem Authentizitätstrauma. Abgesehen davon, du stellst keinesfalls authentische Fragen, was auch immer das sein soll, sondern Suggestivfragen, die die Menschen in der Regel genau das antworten lassen, was du von ihnen als Antwort sowieso schon erwartest. Das ist keine Authentizität, sondern gezielte Manipulation. Mein Publikum weiß, dass ich faktenbasiert berichte. Der war gut. Wann auch immer du etwas von dir gibst, sind das frei erfundene Geschichten oder aus irgendwelchen Schwerdenkergeschichten zurechtgebogene Fragmente, die von und hinten keinen Sinn ergeben. Wenn ich sehe, dass nun mal an einem Demoaufruf gerade mal 100 Leute gefolgt sind, dann verdrehe ich das nicht, dann mache ich das so. Ach, Bub, die ehemalige Macht der 87 am Brandenburger Tor ist inzwischen doch zur Macht der 29 geschrumpft. Das ist selbst auf deinen Videos so offensichtlich, dass man es nicht beschönigen kann. Gleichsam sehe ich zum Beispiel das gegenteilige Vorgehen bei der ARD und ZDF. Wenn zum Beispiel, sagen wir mal, am 1.8. weit mehr als 17.500 Menschen in Berlin zusammenkommen und dann immer noch berichtet wird, 17.500 seien da, wenn runtergespielt wird. Die von allen Medien berichteten Zahlen beziehen sich auf die Angaben der Polizei und deren Angaben sind mit Sicherheit vertrauenswürdiger als die der Veranstalter oder Gegendemonstranten. Wenn ich zum Beispiel gesehen habe am 29.8., dass überhaupt kein Reichstagssturm stattgefunden hat. Und die 34 Verfahren gegen 40 Tatverdächtige hat es auch nie gegeben. Und überhaupt waren die Videoaufnahmen nur eine mit Laiendarstellern inszenierte Scripted Reality-Show. Und deine Zuschauer sind unisono so doof, dass sie dir diese Lügenmärchen unhinterfragt abnehmen. Also Bild und ARD und ZDF und wie sie alle heißen und RTL, Super RTL und was es auch immer noch so gibt. Herr T. hat ja ein recht umfassendes Feindbild. Wie alles in seiner Blase dürfte selbst das reichlich einseitig sein und die meisten der aufgezählten Journalisten dürften ihn nicht mal vom Hörensagen her kennen. Waren Sie dort gewesen? Ja, ich war dort. Ich kenne Leute, die dort waren. Aber waren Sie selber auf der Treppe gewesen? Ich war auch dort, ja. Sie waren auf der Treppe gewesen? Ich war nicht auf der Treppe, ich war in der Nähe der Treppe. Da ist aber jemand ganz furchtbar nervös, ha? Und ich habe mehr als genug Bildmaterial gesehen, übrigens nicht aus dem Kontext gerissen, was eindeutig belegt, ein Reichstagssturm hat nie stattgefunden. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Und selbst wenn es einen Reichstagssturm gegeben hätte. Und selbst wenn dem so wäre, wäre dem nicht so, weil ich das so sage. Und Sie hinterfragen dann zum Beispiel nicht, dass drei kleine Polizisten angeblich einen Sturm haben aufhalten können? Ein Sturm von wem denn überhaupt? Jetzt wird der Herr T. aber seinem eigenen Anspruch der neutralen Dokumentation unserer Zeitgeschichte überhaupt nicht gerecht. Ist es doch die vornehmliche Aufgabe eines Historikers, festzuhalten, was tatsächlich geschah und auf Videos auch unzweifelhaft zu sehen ist. Ein Mob aus Reichsbürgern, Neonazis, Esoterikern und sonstigen Mitläufern versucht, sich illegal Zutritt zum Reichstag zu verschaffen. Wer den symbolischen Charakter dieser Bezeugung absoluter Respektlosigkeit vor unserer parlamentarischen Demokratie kleinzureden versucht, outet sich damit automatisch zum Demokratiegegner. Punkt. Woher wussten Sie, dass das stattfindet? Weil ich da war? Sie haben ja eben gerade die Frage gestellt. Nee, waren Sie zufällig dort? Ja, natürlich war ich zufällig dort. Jedes Mal, wenn es um sein eigenes unrühmliches Wirken bei etwas geht, wird Herr T. hochgradig nervös. Man hört es ganz deutlich heraus, wie unangenehm ihm die Sache ist. Anders als die ganzen Medienvertreter, die dann dahin gekarrt wurden, die ganze Zeit null Interesse hatten, aber rein zufällig dort positioniert worden sind, ein paar Minuten bevor es losgegangen ist. Die Presse ist immer da, wo etwas los ist. Wenn sie bereits vor dem Sturm dort auftauchte, hat wohl jemand kräftig die Propagandamaschine anlaufen lassen, um eine entsprechende Medienpräsenz bei der geplanten Aktion zu erzielen. Warum sollte Herr T. rein zufällig, so in Anführungszeichen, da abhängen, wo die Musik spielt? Der ganze Event war von vornherein als Spektakel zur Diskreditierung unserer Demokratie geplant.
war ich in der Tat die ganze Zeit Stunden vorher schon dort. Und was ist dann dein Problem? Ihr habt die Presse an der Nase herumgeführt und seid mit eurer antidemokratischen Aktion letztlich an drei beherzten Polizisten gescheitert. Ungeachtet dessen wäre die Aktion selbst dann zum Scheitern verurteilt gewesen, wenn ihr in das Gebäude hättet eindringen können. Siehe Herrn Schreuders Anmerkungen bezüglich Totalverschluss. Und habe auch viele andere Leute, die genau dasselbe berichtet haben, die wirklich vor Ort dort Stunden ausgeharrt haben, nicht nur persönlich kennengelernt, ich bin im besten Kontakt mit denen, diese Menschen haben null Grund zu lügen. Und wenn man sich das Videomaterial dieser Menschen anguckt, nicht nur die 7 Sekunden, die in der Tagesschau gelaufen sind, sondern die Stunden des Streams, die im Vorfeld live ins Internet übertragen worden sind. Werbung für antidemokratische Kanäle entfernt. Ja, dann kann ich sagen, ich habe das gesamte Bild von vor Ort gesehen und eben nicht nur die Ausschnitte, über die die Presse berichtet. Nun, Ilja, dein Problem ist offensichtlich, dass du davon ausgehst, dass alle Menschen deine Interessen teilen müssen. Dem ist aber nicht so. Die Medien zeigen nur die wesentlichen Ausschnitte eines Ereignisses, weil niemand eine Nachrichtensendung sehen will, in der man stundenlang Reichsbürgern und ihren Spätzeln beim Mutansaufen zuschauen muss. In den Nachrichten werden halt nur die wichtigsten Ereignisse rund um den Globus gezeigt, von daher dürftet ihr froh sein, dass man euer antidemokratisches Event überhaupt in einer Nachrichtensendung gezeigt hat. Disclaimer: Wer unbedingt geldlos werden will, ist hier falsch. Ich bin nicht käuflich und komme auch ohne Spenden und Geschenke über die Runden. Meine Inhalte geben entweder mein Wissen weiter oder spiegeln meine ganz persönliche, nicht von Geldgebern, Interessengemeinschaften oder Parteien beeinflusste Meinung wider. Sollte sich die zufällig mit der einer Institution, Organisation oder Einzelperson decken, ist das reiner Zufall und dürfte spätestens beim nächsten Thema mit hoher Wahrscheinlichkeit davon abweichen. Bottoms up!